Willkommen Freunde zurück zu einer neuen Folge GTA 5 Mods. Wir haben uns ja in der letzten Folge die sogenannte Tornado Mod etwas genauer angeschaut und ich war tatsächlich sehr beeindruckt davon, ihr offensichtlich auch, und viele von euch haben in den Kommentaren gefragt: Hey Patrick, kannst du denn nicht nochmal die anderen Katastrophenmods miteinander kombinieren mit der Tornado Mod und noch ein bisschen herumexperimentieren? Das habe ich ja in der Vergangenheit immer sehr gerne gemacht und das könnte man natürlich auch jetzt machen. Wir befinden uns hier gerade am Strand von Venice. Da hinten ist der Santa Monica Pier. Ja, das Spiel hat extra schon die Figur ausgeblendet, beziehungsweise in die First Person geschaltet, damit man das auch nochmal besser sehen kann. Wunderschönes Wetter, ein paar Wolken, aber ansonsten ein sehr schöner Tag. Und ja, ich habe einmal die Tornado Mod, dann habe ich die Meteoriten Mod. Ich habe die Watch Dogs Mod mit dem Blackout, dass es hier komplett dunkel ist. Dann kann ich noch ein bisschen mit meinem Trainer, mit dem Menu Trainer herumexperimentieren. Und ich habe einen Frosch im Hals, wie immer. Keine Ahnung. Ich war gestern auf der RPC und meine Stimme ist mittlerweile ein bisschen angeschlagen. Habe ich das Gefühl, weil ich viel geredet habe. Na gut, egal. Es geht trotzdem heute weiter. Das Einzige, was ich noch nicht drin habe, ist diese Tsunami Mod. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen viel, wenn ich das miteinander kombinieren würde. Aber das könnte man vielleicht in einer der nächsten Folgen dann auch nochmal machen. So. Genau. Außerdem sollte ich ausprobieren, was denn passiert, wenn ich mit einem Flugzeug oder mit einem Hubschrauber durch den Tornado fliege. Das wäre, glaube ich, auch eine recht einfache, aber eine sehr interessante Sache. Und ja, dann zeige ich euch einfach mal, wie leicht man wirklich mittlerweile GTA hier beeinflussen kann, wie leicht man die Atmosphäre, wie leicht man das Wetter verändern kann und wie leicht man einfach hier eine Katastrophe heraufbeschwören kann. Keine Ahnung, wen ich hier spiele. Ich dachte mal, wieder was anderes für die Augen, ne? Dass wir nicht immer mit Michael hier herumlaufen. Und wir beginnen einfach mal. Und zwar würde ich sagen, wir machen es schon mal ein bisschen dunkel. Evening, das ist schön. Oh, was ist denn mit den Leuten auf einmal los? Ah, sieht schön aus hier. Also, ich finde es immer noch schön. Wobei, ich habe ein paar Trainer, beziehungsweise ein paar Mods gefunden, um hier die Grafik nochmal, so eine Crystal Graphic Mod und so, um das alles hier nochmal zu verändern. Das werde ich vielleicht auch mal ausprobieren. Das fand ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich würde, genau, wir machen mal Freestyle, dass wir diese Zeit auch beibehalten. Wetter machen wir dann mal Donner. Und dann machen wir, behalten wir das mal bei. Und dann noch ein bisschen Wind dazu. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Stimmung hier. So, dann muss ich mal kurz gucken, ob ich denn auch unsterblich bin. Bin ich, das ist gut. Never Wanted machen wir auch mal rein. Und dann hauen wir das Radar noch raus. Und dann sollten wir eigentlich alles hier haben. Wobei, genau, ja, das ist wunderschön so. Sehr gut, sehr gut. Und dann könnten wir eigentlich ja schon mal, guck mal. Sehr geil sieht es übrigens auch aus, wenn der Tornado über das Meer, wie sagt man, fährt, fliegt, rotiert, sich bewegt. Sich bewegt. Also so im Hintergrund, also wenn so etwas weiter nach hinten, dann sieht das sehr geil aus, wenn er hier natürlich so am Strand ist. Sieht das auch geil aus, aber also aus der Ferne habe ich den halt eben beim Ausprobieren mal gesehen. Das sah sehr, sehr nice aus. Und ich erinnere nochmal daran, dass der immer unterschiedlich ist, von der Größe, von der Intensität und so weiter und so fort. Ein bisschen durchsichtig heute sogar. Sehr geil. Dann würde ich sagen, wir machen noch die Meteoriten-Mod dazu. Die kennt man ja schon. Dann könnten wir halt jetzt wirklich die Watchdogs noch machen. Und zwar, ne? Dann machen wir mal einen Blackout. Dann wird es jetzt hier richtig dunkel. So, dann machen wir das mal zu. Zack. Bam. Und ja, wir haben schon eigentlich eine sehr gute Stimmung hier gerade. Oder? Das ist schon Endzeitstimmung vom Feinsten. Allerdings sehen wir mittlerweile nicht mehr so wirklich viel. Es ist halt wirklich verdammt dunkel. Und wir sehen auch den Tornado gar nicht mehr. Ich mach's gleich, glaube ich, wieder hell. Ja, das wollte ich auch mal so kurz ausprobieren. Ich finde, das hat so eine ganz eigene Atmosphäre, oder? Sehr nice eigentlich. Wow, 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 da sind wir getroffen worden. Gut, dass wir unsterblich sind. Hallo? Wow! Oh Gott. Na gut, ich glaube, ich mach's mal wieder hell, aber das wollte ich mal zeigen. Blackout ist halt dann doch nicht so geil, außer wenn man mitten in der Stadt steht. Achso, okay. Das war's wieder mit dem Blackout. Ist gut. So, dann Iron Man mache ich, glaube ich, wieder aus. Kann man halt machen. Muss man aber nicht. Ach. Nein. Nein, Patrick. Manchmal die Theorie. Ich komme schon wieder durcheinander. Oh, wir sind gerade. Nein! Im Auge des Tornados. Im Auge des Sturms. Ah. Oh Gott.
Ja, es, oh Gott. Nein, ich, oh, nicht schon wieder das hier. Nein. Wo ist er hin? Wow. Wo ist er hin? Oh, alter Schwede, der... Boah, der ist ja richtig groß geworden. Alter, der nimmt ja alles gerade mit. Okay, wir brauchen, Leute, wir brauchen jetzt irgendwas zum Fliegen. Ich überlege mir was. Okay. Vehicle Spawning. Und zwar nehmen wir uns Blackbeard. Blackbird, natürlich. Blackbird, nicht Blackbeard. Das ist der Operator aus Rainbow Six Siege. Oh Gott, ich greife mal schnell zum Controller. Damit kann ich ein bisschen besser fliegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll ich denn hier starten jetzt? Okay, nein! Ah, ich wollte gerade sagen, das hat funktioniert. Ah, mit Blackbeard im Meteoritenhagel bei Tornado-Wetter gar nicht mal so einfach hier zu starten. Okay, ich versuche es nochmal. Ich versuche es nochmal, natürlich, klar. Boah, der Tornado ist richtig... Alter Schwede, ist der groß geworden. Das ist ja mega geil. Ich glaube, der kommt gerade wieder auf uns zu, oder? Okay, nochmal. Blackbird. So, okay. Das wegmachen. Oh, Kacke, nein. Oh Gott. Boah, da haben wir gerade Glück gehabt, oder? Wir haben übrigens immer noch die eine Mod hier an. Ah, Watchdogs war das. Ich komme durcheinander. So, das ist aus. Okay. Nein, fahr weg da ein. Aber wo ist der Tornado? Hier, oder? Ach, guck mal hier. Ah, alles klar. Ja, guck mal, damit können wir einfach durchfliegen. Das ist übrigens wirklich für die Leute, die vielleicht diese Folge noch gar nicht kennen. Das ist Blackbeard, habe ich ja eben, Blackbird, habe ich ja eben schon gesagt. Und das ist das schnellste Flugzeug, das es gibt. Kann Mach 3,5, sprich über 3500 Kilometer die Stunde fliegen. Also verdammt schnell. Ja, ich glaube, wir sollten gleich mal mit dem Helikopter da durchfliegen. Das könnte noch ein bisschen interessanter werden. Mit Blackbeard durch den... Ich sag immer Blackbeard, sorry. Das ist von Rainbow Six Siege einfach drin. Mit Blackbird durch den Sturm. Schnell. Ist einfach viel zu schnell. Einfach viel zu schnell, das Ding hier. Nein! Oh Gott, na gut, alles klar. Gar kein Problem, Leute. Gar kein Problem. Oh Gott. Gut, okay. Nein, alles gut. Alles gut. Dann holen wir uns einen Helikopter mal und fliegen damit mal in das Auge des Sturms hinein. Was nehmen wir uns denn? Maverick. Alles gut, ist gut. Ein kleiner Helikopter für zwischendurch mal. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Ah, guck mal, boah, alter, der wird ja mal größer, der Sturm. Das ist ja, ey, das ist epic pur. Epicness. Keine Ahnung, sind die unsterblich dann, die einfach die Sachen, die wir spawnen und deswegen passiert hier nichts, oder? Boah, wie das aussieht, alter Schwede. Ist ja mega geil. Der einfach alles mitnimmt. Oder vielleicht geht das auch nur hier unten. Also wir können dann normal durchfliegen, wie ihr seht. Das haben ja viele gefragt, deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Habe ich mich allerdings auch selber gefragt. Oh, jetzt wird es ein bisschen... Okay. Propeller. Oh, Rotor. Ja, ich dachte schon, wir hätten ihn verloren. Also ihr seht, das ist jetzt nicht mal so easy hier. Wenn wir mittendrin sind, dann können wir nicht mehr kontrolliert fliegen. Wow! Ah, geil! Oh Gott! Okay. Auch geil! Wow! Oh Gott!
Oh Gott. Oh Gott, guck mal da hinten. Das Motorrad. Hey, hey, hey. Und mit dem Fallschirm durch den Sturm. Ey, wir sind einfach so krass rauf. Wow. Wuhu. Wow. Gott, oh nein. Oh, Salto. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Geil. Oh Gott. Oh, und wir landen. Wir landen. Wir landen. Oh Gott, gegen die Kante geflogen. Mega geil. Mega geil. Okay, komm. Dann probieren wir noch etwas aus. Iron Man. Machen wir heute mal. Dann machen wir mal, machen wir mal, machen wir mal. Machen wir. Optimus Prime, stimmt, den haben wir auch noch. Ey, Opti. Das ist ja optimal. Haben wir übrigens gestern auch auf der RPC getroffen. Da gibt es auch ein geiles Video bald noch. So, wo ist der Tornado hin? Ist er noch da? Ach, da hinten. Boah, wie das aussieht. Das sieht einfach so mega aus. Ich glaube, ist nicht die meiste Kraft dann auch unten beim Tornado, oder? Unten im Auge? Oder weil nach oben hin wird es dann weniger, oder? Die meiste Kraft ist unten im Rüssel, oder? Oder ist es andersrum? Ich weiß gerade gar nicht. Ich finde es interessant und faszinierend, aber ich bin kein wirklicher Experte da. Ah, guck mal, wir werden nicht so leicht hin und her gewirbelt. Wie dieser Typ da gerade, zum Beispiel. Alter Schwede. Also ich glaube, mit der Wassermod wäre das noch eine sehr gute Steigerung. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, soll ich den Tornado dann vielleicht noch mit der Tsunami-Mod kombinieren? Kann man mal ausprobieren. Geil wäre natürlich auch, wenn man mehrere Tornados gleichzeitig spawnen könnte. Aber ich glaube, das geht nicht. Boah, wie einfach hinten der Maceback Tower aussieht. Mega geil. So, ich mach den Tornado mal weg. Dann will ich den mal an zwei Orten noch spawnen lassen. Das will ich mal ausprobieren. Und zwar auf dem Maceback Tower, also in der Nähe vom Maceback Tower, während ich auf dem Maceback Tower stehe. Und beim Mount Kiliad. Das könnte cool aussehen. Dann auf Mount Kiliad könnte ich natürlich auch nochmal Blackout machen. Ein Blackie initialisieren. So, und einmal kurz landen. Das war doch keine Landung. Ja gut, okay. Ja gut, Opti, sollen wir nochmal? Tornado. Und da kommt der nächste Tornado. Der ist natürlich, eieiei, ist sehr hoch. Das ist quasi wirklich auf dem Sturm, Der Sturm ist auf dem Turm gespawnt. Was, der Atomic Luftschiff würde ich auch gerne mal da rein manövrieren. Ah, okay, der ist jetzt, der ist ein bisschen blöd gespawnt. Aber es sieht auch nice aus, oder? Das kann man auch mal machen. Auf dem Meer, das fand ich ja eben auch mega geil. Das würde ich mir auch gerne mal angucken. Ich bin einfach ein bisschen am herum experimentieren. Das ist auch bestimmt nicht die letzte Folge mit dem Tornado gewesen, weil das Geile halt, das ist einfach eine Skriptmod, sehr leicht installiert. Also einfach die Skriptdatei in den Skriptordner bei GTA 5. Und dann F6 drücken, schon kommt der Tornado. Oder halt, wenn wir gerade sowieso Donner haben, dann wird der halt in der Nähe von uns random gespawnt. Ab und zu. Mega geil. Und dann halt in verschiedenen Größen, verschiedenen Stärkestufen und so. Einfach nur mega geil. Da fällt mir nichts anderes zu ein. Boah, da hinten der Blitz gerade ganz am Ende. Oh, ja. So, dann machen wir jetzt hier mal einen Tornado. Ah, okay. Ja, ich hatte eben falsch gedrückt. Auf dem Pier ist auch geil. Auf dem Meer wäre es noch ein bisschen interessanter. Es ist also schon beeindruckend und macht irgendwie Angst, oder? Wenn man so etwas Riesiges hier auf sich zukommen sieht. Boah, das sieht so mega geil aus mit dem Gewitter. Kann es sein, dass er uns verfolgt? Da hinten ist das Partyboot. Auch geil. Boah, mit der Stadt da im Hintergrund, wie die da. Dieses Glimmen der Stadt. Mit dem Riesenrad und. Eieiei, das sieht mega geil aus, einfach nur.
Boah, das sind ja Bilder wie Götter. Ich bin immer noch total fasziniert von dieser Mod. Das ist jetzt offiziell fast meine Lieblingsmod. Boah. Übrigens, viele haben gefragt, ey, kannst du das vielleicht dann auch noch mit dieser Angry Plane oder Angry Planes Mod kombinieren? Das Problem ist allerdings, ich habe mich mal ein bisschen informiert und die gibt es gar nicht mehr, denn damit wurden Viren verteilt. Hat man die nämlich heruntergeladen, dann waren dann auch verschiedene Viren irgendwie mit dabei und deswegen gibt es die nicht mehr. Also Angry Planes würde es bei mir auf dem Kanal als Mod, glaube ich, nie geben. Bisschen schade, aber gut, ich habe auch keinen Bock, dass ich hier ein Virus dann letztendlich drauf habe. So, dann nochmal zum Mount Gilead. Ich fliege einfach mal hin, weil als Iron Man, als Transformers, als Optimus Prime, ist das ein bisschen schwer, sich zu teleportieren. Da haben wir meistens dann irgendwelche Fehler, die dann auftreten. Aber wenn wir uns so bewegen, dann sollte es ja relativ schnell gehen. Boah, ich bin einfach fasziniert von dieser Mod und was man mit GTA machen kann. Ja. Ich überlege wirklich, ob ich so eine Grafikmod dann hier mal installiere. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mir das Spiel kaputt mache und dass mein PC das dann hinterher nicht mehr schafft. Aber ich habe halt bei einem amerikanischen YouTuber gesehen, dass er das Spiel vom Aussehen her nochmal ein ganzes Stück aufpoliert und verbessert und erweitert und verändert hat. Und das hat mich doch sehr stark fasziniert. Muss ich mal gucken, ob ich das dann irgendwann nochmal zeigen werde. So, ich muss mich gerade ein bisschen orientieren. Man sieht ja nicht wirklich viel hier. Boah, bei Gewitter fliegen, ey, das ist nicht so ganz optimal. So, das müssen wir auch Kilian da hinten sein, genau. Ist nicht der See? Ah, jetzt fliegen wir gerade über den See, genau. Und man sieht ja fast nichts. Ach genau, ach hier sind wir. Sehr gut, sehr gut. Boah, das sieht auch mega geil aus hier. Guck mal, das Flugzeug da. Hier ist gerade ein Tornado gespawnt. Random. So sieht das dann aus. Eieiei, allerdings kommt er mit der Höhe nicht ganz zurecht. Der weiß nicht ganz, wo er hin soll. Löst er sich wieder auf? Kommt er auf uns zu? Er kommt auf uns zu. Ja, super. Okay. Sollen wir nochmal ein Blackout machen jetzt gleich? Ja, ne? Guck mal, der Stein. Eieiei. Wenn da einer erschlagen wird von den Wanderern hier. Das ist nicht gut. Und die Stadt da im Hintergrund auch mega geil. Man könnte natürlich das Wetter noch ein bisschen ändern. Aber jetzt habt ihr gesehen, dass der dann auch selber gespawnt wird. Also, dass er sich randommäßig dann spawnt. Wetter könnte man auch Blizzard mal machen. Auch vielleicht cool. Eieiei, das ist eine geile... Alter Schwede! Ist ja auch eine Mega-Idee, oder? Sieht ja mega geil aus. Ja, wir gucken jetzt durch das Fernglas. Natürlich, wir haben ja sonst nichts zu sehen hier. Ja, wie wär's mit dem Sandsturm? Fällt mir gerade so ein. Das wäre auch noch eine nice Idee, sag ich mal. Oh Gott. Boah, sieht das geil aus. Die Sicht insgesamt. Blizzard hat wieder ein ganz eigenes Feeling. Was ist das denn? Hä, was ist denn da gerade? Wo ist der Sturm hin? Der Sturm ist weg. Oh mein Gott, der Sturm ist weg. Also hier oben mit Blizzard, das sieht alleine schon geil aus, aber dann mit Tornado, ey. Mega geil einfach nur. Das ist Apokalypse, oder? Das ist Apokalypse. Ich würde wirklich gerne hier die Grafik und so alles noch ein bisschen verändern. Ich bräuchte eigentlich doch einen etwas stärkeren PC mittlerweile. Ich
bräuchte ein bisschen mehr RAM. Die Grafikkarte ist gut, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr RAM. Meine Festplatten sind mittlerweile auch ein bisschen klein. Ich bräuchte eine größere SSD für C und müsste da ein bisschen was optimieren, damit ich dann auch wirklich hier mal ein bisschen mehr noch ausprobieren kann. Aber gut, muss es halt momentan so funktionieren. Das Problem ist, dass alle möglichen YouTuber wollen immer einen PC gesponsert haben. Und ich kann natürlich die ganzen Unternehmen verstehen, die also denen das da nichts bringt oder die das nicht machen wollen. Aber als YouTuber ist es halt auch schwer, man kann nicht dauernd sich einen neuen PC kaufen. Und na gut, mittlerweile ist die Entwicklung nicht mehr so schnell fortgeschritten oder schreitet nicht mehr so schnell voran. Aber bei Spielen wie GTA, naja, da bräuchte man dann vielleicht doch mal einen etwas stärkeren PC. Naja, ich wollte das auf jeden Fall hier nochmal gezeigt haben. Jetzt habe ich den Blackout oben vergessen. Naja, ist egal. Wollte ich auf jeden Fall mal gezeigt haben. Das Wetter ist jetzt wieder vorbei, weil wir es nicht gefreezed haben. Aber trotzdem, ich glaube, ich habe einige geile Momente hier nochmal gezeigt in GTA. Und ja, mal gucken, was in den nächsten Folgen so kommt. Ich werde auf jeden Fall weiterhin ausprobieren. Vielleicht dann auch nochmal die Tsunami-Mod in Kombination. Weiß ich nicht. Ihr könnt gerne natürlich was vorschlagen, aber es gibt auch noch ganz viele andere geile Mods. Es gibt auf jeden Fall noch diverse geile Fahrzeugmods, sehr, sehr geile Autos auf jeden Fall. Und Blackbird, damit werde ich wahrscheinlich auch nochmal fliegen. Und ja, also der Fantasie und der Kreativität sind hier in GTA 5 eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt natürlich mich auch gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und mir bei Twitter folgen, denn da gibt es immer alle neuen Updates und Informationen jetzt rund um meinen Kanal, rund um die Folgen. Denn bei Facebook werde ich wahrscheinlich kaum noch Videos posten, denn die Reichweite da ist ein Witz. Wenn ich irgendwelche wichtigen Ankündigungen habe, dann werde ich das natürlich weiterhin bei Facebook und bei Twitter machen. Aber bei Facebook, naja, wer halt mich bei Facebook verfolgt, sage ich mal, der sollte dann vielleicht auch mal zu, und uns bei Twitter halt noch nicht mal zu Twitter überschwenken. Ist eigentlich eine ganz geile Plattform. Und ja, euch noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Woche. Allerdings gibt es heute auf meinem Kanal, glaube ich, auch noch verschiedene Videos. Es gibt Rainbow Six Siege. Da spielen wir nämlich mit Dalukat und mit Curry, mit Tobi und so. Wow, scheiße. Gegen Mafuyu, also gegen Dennis, Moondai und so weiter und so fort. Also Mixed Teams. Sehr geil, dann gibt es eine neue Folge zu YouTubers Live und vielleicht gibt es heute auch noch die zweite Folge zu Goat Simulator Race of Space. Naja, das ist auf jeden Fall, ne, da ist wieder für jeden etwas dabei, für die ganze Familie. Euch noch einen schönen Tag und dann bis dann, ciao. Ja, das sieht auch geil aus, ey, wie so ein Frosch überm Trocknen. Ja, klar, erstmal so in der Luft fliegen. Naja, ciao.